Hallo und willkommen zurück. Ja, heute geht es darum, wie kann ich meine Dateien so verschlüsseln, dass falls sich jemand irgendwie illegalerweise Zugang zu meinem Rechner verschafft, trotzdem nichts mit meinen Dateien anfangen kann, weil es einfach nur komplettes Datenmüll ist. Ja, damit würde ich euch gerne TrueCrypt vorstellen. Das geht damit am allerbesten. Das ist vor kurzem mal in Verruf geraten, aber es gab ein wunderbares Audit, das bewiesen hat, dass TrueCrypt tatsächlich immer noch sicher ist, beziehungsweise keine signifikanten kryptografischen Mängel hat. Und ja, es lohnt sich also tatsächlich, TrueCrypt zu benutzen. Wie ihr es benutzt, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, dazu öffnen wir zuerst einmal TrueCrypt. Und das sieht so aus. Dann brauchen wir als allererstes mal irgendwie ein Volume. Ein Volume ist sozusagen eine Partition auf eurer Festplatte, die simuliert wird und dann sozusagen als versichertes Geheimversteck für eure Daten gilt. Das heißt, ihr macht jetzt ein neues Volume. Das macht ihr, indem ihr sagt Create Volume. Wer hätte es gedacht? Okay, dann haben wir hier einen Creation Wizard, der ist nicht so sonderlich schwer zu bedienen. Ihr könnt damit auch eine komplette Partition verschlüsseln oder sogar eure Systempartition verschlüsseln, was natürlich echt fett ist irgendwie. Aber ich würde sagen, wir kreieren jetzt aktuell einfach mal einen File-Container, der dann quasi später aussieht wie eine Festplatte. Okay, dann sagen wir hier, Standard TrueCrypt Volume ist einfach nur verschlüsseln. Aber wenn ihr jetzt unter Folter gezwungen werdet, euer Passwort rauszuhauen, dann kommt natürlich immer noch jeder an die Daten dran. Deswegen machen wir ein Hidden TrueCrypt Volume. Und Hidden TrueCrypt Volumes sind ziemlich geil. Die haben nämlich die Eigenschaft, wenn ihr das eine Passwort angebt, zu dem ihr zum Beispiel gezwungen werdet, dann kommt da einfach ein Ordner mit schönen Urlaubsbildern, die keine Sau interessieren. Aber in eurem Hinterkopf habt ihr noch ein zweites, besseres Passwort. Und dieses zweite, bessere Passwort, das führt euch auf, keine Ahnung, was für wichtige Unternehmensdaten, die unter Folter rausgepresst werden, keine Ahnung. Also egal, machen wir weiter. Volume Creation Mode, da gibt es den Normal Mode und den Direct. Der Direct Mode ist dafür da, wenn ihr schon ein fertiges, nicht hidden Volume, nicht hidden TrueCrypt Teil erstellt habt, dass ihr dann eben quasi innen drin ein hidden Volume erstellen könnt. Braucht ihr aber nicht, wir nehmen den Normal Mode, da wir quasi von Null anfangen. So, und jetzt brauchen wir eine Datei, die wir dann quasi als Hidden Volume speichern. Dazu gehen wir logischerweise auf Select File. Und ja, dann werden wir hier einfach eine Datei auswählen. Ich werde jetzt einfach mal das überspringen. So, wieder in den leeren Ordner von Encryption reingegangen. Und jetzt wählen wir hier einfach einen Dateinamen aus, den wir eben benutzen möchten. My Hidden Volume. So solltet ihr das Ganze vielleicht nicht unbedingt nennen. Denn wenn da Hidden Volume steht, dann können die meisten Leute damit was anfangen. Ihr könnt dem ganzen Ding auch eine Endung geben, wie ihr gerade Lust drauf habt, damit es niemand wirklich als solches Hidden Volume oder überhaupt als TrueCrypt Volume identifizieren kann. Also da werden wirklich alle Dateiendungen erlaubt. Und deswegen könnt ihr auch von mir aus ein Dock hinten dran hängen, dass das Dock dann halt nachher 10 GB oder 100 GB groß ist. Das ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Egal, wir gehen jetzt auf Speichern und auf Next und ja, jetzt wird dieses Outer Volume kreiert, also quasi das, was passiert, wenn ihr gezwungen werdet, euer Passwort einzugeben. Genau, dann gehen wir hier wieder auf Next und hier können wir auswählen, was für einen Verschlüsselungsalgorithmus wir gerne benutzen wollen. AES habe ich euch schon gezeigt, das ist ziemlich sicher. Serpent, Twofish und ja, Serpent und Twofish basieren auf AES. Das heißt, es ist im Prinzip relativ Latte, welchen ihr benutzt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den AES. Damit können wir dann auch benchmarken, was auch immer. Den Hash-Algorithmus könnt ihr euch auch aussuchen. Ich werde den SHA benutzen, den kenne ich. Mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Dann einfach Next. Und ja, jetzt können wir hier angeben, der freie Speicher auf meiner D-Festplatte ist 236,13 GB. Das heißt, ich kann hier angeben, wie viel Speicher ich haben möchte. Ich werde jetzt hier einfach mal 1 GB machen. Und schon können wir auf Next gehen. Dann das Passwort für das Outer Volume. Das ist das Passwort, was ihr dann angeben müsst, wenn ihr gefoltert werdet. Da geben wir einfach Passwort an. Und wir confirmen das, indem wir einfach nochmal Passwort angeben. So, wir können auch Keyfiles benutzen. Keyfiles sind was ganz Tolles. Allerdings, wenn die geklaut werden, dann habt ihr ein Problem.
Ah ja, genau. Ich kann hier gerade mal das Passwort anzeigen, damit ihr euch auch vergewissern könnt, dass ich tatsächlich Passwort angegeben habe. Use Keyfiles. Keyfiles sind sozusagen Passwörter, die in der Datei gespeichert werden, damit sie nicht gebrute-forced werden können. Sprich, wenn da irgendjemand dran rumprobiert, braucht er mehrere Jahrhunderte, bis er es hat. Allerdings, wenn diese Keyfiles gefunden werden und ihr gefoltert werdet, dann sind die ein bisschen useless. Deswegen bleiben wir bei dem Passwort und gehen auf Next. So, jetzt brauchen wir einen random Pool und das bedeutet, wir machen mit unserer Maus irgendwelche wilden Bewegungen oder sonst irgendwas und hier sehen wir unseren random Pool sogar tatsächlich. Irgendwas, hier können wir sogar das Filesystem anstellen, das nehmen wir mal NTFS. Wobei eigentlich brauchen wir das nicht bei einem Gigabyte, da reicht uns ein FAT-Format. So, wenn ich jetzt die Maus nicht mehr bewege, sehen wir, dauert es viel, viel länger, bis da irgendwas passiert. Das heißt, immer schon die Maus hin und her bewegen und irgendwas Komisches machen. Und ja. Wenn ihr dann mal keinen Bock mehr habt, dann geht ihr hier einfach auf Format. Und hier müssen wir dann halt noch ein bisschen was machen, wenn es nicht gereicht hat. Das heißt, wir sind jetzt gleich bei 100% und jetzt sind wir fertig. So, bei mir hat das ein bisschen länger gedauert. Mein TrueCrypt ist ein bisschen größer. Okay, so, wenn das jetzt fertig ist. Erscheint das hier. Wunderbar. Jetzt kommt das, was ins Outer Volume rein soll. Hier haben wir dieses Outer Volume in einem neuen Datenträger, nämlich Z. Und in dieses Z ist jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich groß. Wir können mal nachgucken. Z hat doch aktuell noch 1 GB. Wir können jetzt hier ein paar Dateien reinpacken. Zum Beispiel der Papierkorb hat sich schon reingepackt. Und können jetzt hier ein paar Alibi-Dateien reinhauen. Aber mit dem eigentlichen Spaß geht es jetzt weiter, nämlich das Hidden Volume. Achso, ja, ich muss erstmal zulassen, dass das was verändert. So, jetzt das Hidden Volume. Jetzt haben wir nochmal genau denselben Spaß. Nehmen hier wieder AES und SHA. Machen das Ganze so. Achtung, jetzt haben wir nur in diesem Outer Volume 1 GB Platz. Das heißt, wir können hier auch kein ganzes Gigabyte reinmachen. Deswegen sagen wir einfach mal 1000 Megabyte. Dann passen ein paar Alibi-Fotos in dieses andere Volume. Und ja, hier warnt es mich jetzt gerade, dass da wahrscheinlich nicht mehr so viel Platz hat in meinem Outer Volume, deswegen soll ich doch bitte nur 500 Megabyte oder sowas benutzen, damit es auch noch nach was Echtem aussieht. Ja, und jetzt machen wir hier einfach mal Next und dann haben wir hier ein Passwort. So, dieses Passwort solltet ihr euch gut merken, denn wie gesagt, wenn ihr es vergesst, dann ist vorbei. Es muss ein anderes Passwort sein wie das für das Outer Volume, sonst kann nämlich nachher nicht entschieden werden, lade ich das Innere oder das, also das Hidden Volume oder das Outer Volume. Und deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal ABC. Okay, ABC. Wunderbares Passwort, extrem sicher und solltet ihr auf keinen Fall in der Praxis benutzen. Short passwords are easy to crack using brute force techniques. Genau das, was ich euch gerade erzählt habe. Mindestens 20 Buchstaben werden empfohlen, damit es auch wirklich ein paar Jahrhunderte geht, bis es wirklich mal geknackt wird. Ich werde euch jetzt das Ganze hier zeigen. Jetzt gehe ich auf Format und wir sind fertig. So, hier kommen noch ein paar Warnings. Und den unteren Warning würde ich euch ganz gerne erklären. Nämlich, wenn ihr, also ihr habt wirklich keine Sicherheit, wenn ihr das Outer Volume ladet und da Dateien reinkopiert, die größer sind als das Outer Volume, lasst mich das anders kurz zeigen, nämlich in Paint. So, da sind wir. Euer Outer Volume ist das hier. Das hat 1 GB Platz. So, und dann haben wir jetzt hier noch ein Inner Volume reingetan. Das ist aber komplett drin. Das hat 500 Megabyte. So, aber damit das Ganze auch wirklich authentisch aussieht, gibt es keinerlei Schutz, dass ihr im Outer Volume nicht mehr Dateien reinpackt. Also sprich, wir machen mit dem, na, wo haben wir den Eimer? Wir füllen hier das komplette Outer Volume komplett voll. Nichts ist passiert, die Dateien in eurem Hidden Volume sind alle noch da. Aber wenn wir jetzt noch eine Datei reinpacken, die vielleicht ein paar Gigabyte oder vielleicht auch nur ein paar Megabyte hat, die einfach dieses Outer Volume für dieses Outer Volume zu viel sind, dann wird einfach in das Hidden Volume geschrieben, denn es soll ja niemand wissen, dass überhaupt ein Hidden Volume existiert. Das heißt, eure Dateien in dem Hidden Volume, die jetzt aktuell gerade rot sind, die werden beschädigt. Und zwar genau die Dateien, die hier liegen. Und die gehen dann tatsächlich verloren. Da gibt es keinen Schutz oder sowas. Das heißt, ihr müsst da unbedingt aufpassen, dass ihr in euer Outer Volume nicht mehr reinmacht, als ihr dann tatsächlich auch Platz habt. Und so ganz nebenbei sieht das irgendwie cool aus. Ja, gut. Also machen wir weiter. Okay, so jetzt haben wir unser Hidden Volume kreiert. Und wenn wir noch eins machen wollen, dann klicken wir einfach auf Next. Ansonsten klicken wir auf Exit. Gut.
So, jetzt klicken wir hier wieder raus. Brauchen wir nicht speichern. Das könnt ihr euch, glaube ich, so merken. Und wenn wir jetzt das Ganze laden wollen, dann gehen wir her und machen Select File. Ich überspringe das mal wieder. So, und da wären wir. Und jetzt sehen wir hier, wir haben eine Datei für ein Word-Dokument. Das heißt, man sieht nicht, dass es ein TrueCrypt-Volume ist. Ihr könnt da übrigens auch eine andere Endung hinten dran packen mit 1 GB Größe. Und jetzt öffnen wir das und machen hier dann Mount. Und jetzt wird nach dem Passwort gefragt. Jetzt Achtung, wenn wir das Passwort eingeben für das Outer Volume, also sprich Passwort, Display Passwort, wenn ich das jetzt eingebe, dann wird das Outer Volume geladen. So, das heißt, wir sind mal wieder in diesem Laufwerk hier und haben 1 GB Platz. So, aber hier können wir jetzt nur Sachen reinkopieren mit 500 MB, weil wir sonst die anderen Dateien kaputt machen. Wenn wir jetzt wieder auf TrueCrypt gehen und sagen, okay, wir wollen das gerne wieder rausschmeißen, Dismount All, dann wieder unsere Datei selektieren und hier ein Passwort eingeben, nämlich ABC. Dann laden wir das Hidden Volume, drücken OK und jetzt sehen wir, Entschuldigung, jetzt sehen wir, das hat nur 500 MB und es ist vom Type Hidden. Und genau das ist das, was wir wollten. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann habe ich nur 500 MB und keine Sau weiß, dass ich hier gerade drin bin. Ich habe auch wieder einen Papierkorb, aber keine Sau weiß, dass dieses Teil überhaupt existiert hat. Und das ist quasi der Sinn von TrueCrypt, quasi alles zu verarschen. Also wenn ihr wirklich was extrem Sicheres haben wollt, dann encryptet einfach alles mit TrueCrypt und kommuniziert nur noch über AES, falls möglich, beziehungsweise ihr kommuniziert über PGP, falls ihr die Person nicht persönlich kennt. Dann solltet ihr wirklich eure Kommunikationskanäle und irgendwelche, keine Ahnung, Foltermethoden oder sowas solltet ihr dann standhalten. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht und ihr habt was Vernünftiges gelernt, was Sicheres und wie das zu benutzen ist. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.